Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Fath, das 48. Kapitel des Korans, in Vers 29. Jetzt lässt du einfach diesen Vers laufen, ne? Die ungefähre Übersetzung davon läutet: Muhammad ist der Gesandte Allahs, das heißt Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعُهُ أَشِّدَاءُ وَالْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Also die, die mit ihm sind, wer sind die, die mit ihm sind? Und dieser Vers wurde im Kontext von was offenbart? Im Kontext der Sure Al-Fath. Die Sure Al-Fath wurde wann herabgesandt? Beim Sulh Hudaybiyah. Ja, Sulh Hudaybiyah im Jahre 6 nach Hijra. Hier ist was passiert. Die Gefährten, die Muhajirun, die Ansar, haben einen treuen Eid unter dem Baum geleistet. In diesem Kontext wurde dann die Sure Al-Fath, die Eroberung, herabgesandt. Allah hatte diesen Treueeid, dieses Vorkommnis in Hudaybiyah also als Sieg bzw. Eroberung beschrieben. Ja? Und dann sagt er, also diese Leute, die mit dir sind, die Sahaba, die sind hart gegenüber die Ungläubigen, ja, und barmherzig zueinander. Das heißt allerdings jetzt nicht, dass man mit einem Käfir redet, ja, dass man ihn schlecht behandelt. Ja. Das heißt, man muss immer alle Verse, alle Ayats und die Hadithe zusammennehmen, sondern sie versuchen auch für ihn das Beste zu vermitteln. Ja. Aber es gab beispielsweise Dschihad. Ja. Aber hier wird auch vermittelt, die Barmherzigkeit, die höhere Barmherzigkeit, die die Gläubigen unter sich haben sollen. Leider ist es bei uns oft heute andersherum. Gegenüber den Ungläubigen ist man barmherzig. Und wenn der Gläubige einen Fehler gemacht hat, wird er durch den Kakao gezogen. Deswegen möge Allah uns zu denen machen, die hart gegen die Ungläubigen sind. Das heißt nicht unfreundlich, das heißt nicht ungerecht. Ja, und barmherzig untereinander sind. Besondere Barmherzigkeit. Denn Allah sagt im Koran, in Surat al-Ahqaf, Surah 46, Innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Dann, jetzt beschreibt Allah die Gläubigen. Tarahum ruk'a sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Du siehst sie, was? Im Ruku und im Sujud. Niederwerfung und in der Verbeugung. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Sie wollen das Wohlgefallen Allahs, den Huld Allahs und seinen Wohlgefallen. Sie wollen die Huld Allahs und seinen Wohlgefallen. Diese Sache jetzt, guck mal, Allah beschreibt zuerst hier das äußere Bild. Das äußere Bild ist, er betet, er macht Sujud und macht Ruku. Aber jetzt beschreibt er auch das Herz. Er sagt vom Herzen, sie wollen das Wohlgefallen Allahs. Warum sagt er das? Weil es kann auch Leute geben, die sind mit dir, aber, oder die sind mit, die können mit dir sein, aber die sind eigentlich nicht mit dir. Es kann Leute geben, die beten, aber in ihrem Herzen wollen sie gar nicht das Wohlgefallen Allahs, sondern die wollen das Wohlgefallen der Menschen. Und deswegen, Wallahu alam, sagt Allah hier, er beschreibt zuerst das äußerliche Bild, den Islam, die Taten, und dann beschreibt er das innerliche Bild, dass diese Leute wirklich die Huld Allahs haben wollen. Dann geht's weiter. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sie haben, das heißt also, ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Als Spur der Niederwerfung. Hier gibt es verschiedene Interpretationen darüber. Die erste Interpretation ist, ja, was Leute sagen, zum Beispiel, dass man halt so ein Zeichen bekommt davon. Ja. Dann Interpretation, dass es am jüngsten Tag ein Zeichen ist. Dass man am jüngsten Tag wie ein Licht dadurch hat. Aber was dagegen spricht ist, weil Allah sagt hier Tarahum, das ist die Gegenwartsform. Er sagt nicht, du wirst sie am jüngsten Tag so sehen. Das heißt, die wortwörtliche Bedeutung deutet eher darauf hin, dass das mit schon im Diesseits gemeint ist. Und damit meint man, das Zeichen sieht man auf ihren Gesichtern, dass sie durch diese Niederwerfung, durch das Gebet,
eine gewisse Art von Demut bekommen. Ja, eine gewisse Art von Demut und Ehrfurcht bekommen. Und das ist wirklich bei den Gefährten so gewesen, ja, dass Urwa ibn Mas'ud beispielsweise gesagt hat, dass die Gefährten des Propheten, ja, wenn er gesprochen hat, wenn sie gesprochen haben in der Gegenwart des Propheten, haben sie leise gesprochen. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch diese Zeichen geben. Ja. Dann sagt er weiter, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي تُرَّى. Das ist ihr Zeichen in der Tora. In der Tora werden die also erwähnt. Mit diesem Zeichen. Dass sie diese Demut haben. Ja. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْءٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَّارَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Ja, das heißt, und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes. Ja? So, das seine Triebe hervorbringt und die werden dann stärker und verdicken sich, bis sie ebenmäßig auf Halmen stehen, sodass es den Anbauern gefällt. يُعْجِبُ الزُّرَى. Das heißt, dem Anbauern gefällt das. Ja, das sind zuerst Getreidefelder und aus den Getreidefeldern kommt etwas raus, das dick wird und das gefällt dem Anbauern. Ja, so. Und dann, was sagt er weiter? يُعْجِبُ الزُّرَى لِيَرِيْوَ بِيمُ الْكُفَّى. Das heißt, durch sie empfinden wir, die Ungläubigen, Groll, Grimm in ihrem Herzen. Das lässt die Ungläubigen ergrimmen. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah hat denjenigen von ihnen, die Glauben und gutes Werke tun, Verzeihung und gewaltigen Lohn versprochen. So, jetzt. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Jetzt kommen die Schiiten und die sagen, guck mal, Allah sagt hier, Allah hat denjenigen von ihnen, die Gutes tun und was machen und glauben, Verzeihung und großen Lohn, gewaltigen Lohn versprochen. Dann sagen sie von ihnen, das heißt nicht alle Sahaba sind rechtschaffend. Was haben wir gesagt? Die Sahaba sind rechtschaffend. Wer ist ein Sahabi? Wer den Propheten Mohammed trifft, an ihn glaubt, im Glauben stirbt. Das ist ein Sahabi. Es gibt noch Walau Tachalatat Rittatun, das ist ein langes Thema. Ja? So jetzt. Hier, dieses Wort Minhum, von ihnen, wer ist damit gemeint? Denn wir müssen einen Vers immer komplett nehmen, mit allem drum und dran. Ja? So. Erstmal, wenn die Sahaba damit gemeint sind, Allah lobt die Sahaba hier, um am Ende zu sagen, wer von ihnen glaubt und gute Werke tut, dem wird vergeben. Er sagt doch am Anfang schon, dass diese Leute was machen? Rukka Sujjada, das sind Taten, Amilus Sadiat, und dass sie im Herzen Iman haben. Das heißt, die sind nicht damit gemeint. Wer ist damit gemeint? Jetzt kommen wir auf das Gleichnis. Was ist das Gleichnis? Das Gleichnis ist das Getreidefeld. Das Getreidefeld sind die Sahaba. Aus ihnen kommt was heraus? Triebe, die dicker werden und dicker werden. Ja? Wer sind diese Leute, die da rauskommen? Das sind diejenigen, die durch die Sahaba zum Islam gekommen sind. Dadurch, dass sie die Länder erobert haben, dadurch, dass sie den Islam verbreitet haben. Diese Leute, die also den Islam angenommen haben, ja, die glauben, gute Werke tun, Allah wird ihnen vergeben und großen Lohn geben. Die andere Sache ist, die man erwähnen muss, ist, das Wort Min muss nicht immer bedeuten von. Da gibt es einmal Tabi'id, das heißt von etwas. Es kann aber auch manchmal sein als Bestätigung. Zum Beispiel Allah sagt im Koran, das ist in Sure 17, Vers 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Wir senden von dem Koran herab, was Heilung ist und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Aber heißt das, nur einiges vom Koran ist Heilung? Nein, ich kann beim Koran, ich kann alles vorlesen. Heißt das, nur einiges von dem Koran ist Rahma für die Gläubigen? Nein, alles vom Koran. Ja, so.
Das heißt deswegen, diejenigen, die sagen, und das muss man sich mal vorstellen, das heißt, du hast hier einen Vers, wo die Sahaba gelobt werden. Es wird von vornherein gesagt, das sind diejenigen, die an Allah glauben, die Ruku machen, die Sujud machen und die in ihrem Herzen Allah und den Gesandten wollen. Und jetzt kommen die Schiiten, A'udhu Billah, die Sahaba beleidigen und sagen, die sind Kuffar geworden. Und außerdem, wann wurde das herabgesandt? Wann wurde das herabgesandt? Das wurde herabgesandt bei Surat al-Fath, bei der Eroberung. Und in diesem Kontext sagt Allah, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah ist schon zufrieden mit den Gläubigen, die Bay'a gemacht haben. إِذْ يُبَعِئُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةً. Als du mit bei ihnen unter dem, als sie bei dir den Treueeid unter dem Baum gegeben haben. Von daher, wir haben diese, ist die Sache angekommen? Habt ihr es verstanden? Inshallah. Das heißt, dieser Vers ist einer der gewaltigsten Verse. Für was? Für die Sahaba. Aber wenn wir auch nehmen, also das heißt, wenn sich dieses Minimum auf die Sahaba bezieht, ja, dieses von ihnen die gute Werke tun, dann ist das gemeint für Ta'kid, für Bestimmung. Wie bei dem Vers, Sure 17, Vers 82, wo Allah was sagt? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ja, wir senden vom Koran herab, was Barmherzigkeit ist und Heilung. Und wenn damit aber die nachher gekommen sind, diese Triebe gemeint sind, dann sind das die, die nach den Sahaba gekommen sind, die den Islam angenommen haben. Jetzt was anderes. Imam Malik, rahimahullah, wisst ihr, was er zu diesem Vers sagt? Weil hier ist was ganz Wichtiges. Weil Allah sagt hier, die Kuffar ergrimmen durch sie. Durch wen? Durch die Sahaba. Hier geht das wieder zurück auf die Sahaba. Guck mal. Weil eigentlich dieses Minimum ist für die, die nachher. Aber jetzt hier. Liyariza bihim, dieses Him, wer sind damit gemeint? Die Sahaba. Hier sagt Imam Malik, من أصبح من الناس في قلبي غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابت هذه الآية. Wer von den Menschen aufwacht und in seinem Herzen Groll gegen einen der Gefährten hat, so hat ihn dieser Vers schon getroffen. Das heißt nämlich, die Eigenschaft der Kuffar ist was? Dass sie Groll im Herzen haben gegen die Sahaba. Und jetzt schau dir diese Leute aus dem Iran an, die sich gegenseitig zusammenschlagen. Schau dir sie an bei der Hajj. Sie stehen dort vor dem Grab des Propheten, a.s. Und die beiden, denen Allah die Ehre gegeben hat, neben dem Propheten zu liegen, a.s. Amr und Abu Bakr, sie verfluchen sie. A'udhu Billah. Sie verfluchen diese zwei, die Sheikhain, Abu Bakr und Amr. Sie verfluchen die Sahaba, die mit dem Propheten gekämpft haben, die der Prophet a.s. geliebt hat. Möge Allah uns alle recht leiten und möge Allah uns die Liebe zu den Sahabern verstärken und möge Allah uns zu denen machen, die ihren Fußstapfen folgen im Iman. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum wa lisal muslimin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hä? Wie lange war das? 10 Minuten? So ungefähr, ja. Wir haben noch ungefähr 13 Minuten. Ich gucke mal. Also erstmal muss man sagen, der Gott hat halt. Die Sahaba, Beschimpfer und Hudaybiyah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, es gibt einige Leute, die sich Muslime nennen und die Gefährten des Propheten Muhammad a.s.w. beschimpfen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran lobt. Und eine Beschimpfung gilt der, was in Hudaybiyah passiert ist. In Hudaybiyah, die Sahaba sind hunderte Kilometer gewandert mit dem Propheten a.s.w. zusammen. Und sie sind dort erniedrigt worden und sie waren kaputt von der ganzen Reise. Und der Prophet a.s. hat ihnen dann befohlen, die Haare zu schneiden und die Schlachttiere zu opfern. Und die Sahaba haben diesen Befehl nicht sofort ausgeführt, sondern haben gezögert.
Ja, weil sie gezögert haben, einen Befehl auszuführen, ihn nachher aber doch ausgeführt haben, nennen diese Leute sie Kuffar, a'udhu billah. Obwohl Allah sie lobt, ja, und obwohl im Kontext dieses Verses danach, obwohl es im Kontext dieses Verses danach zu Bay'atul Ridwan gekommen ist, zum Treueort der Treuheit der Zufriedenheit, über den Allah sagt in Sura 48, Vers 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. Ja, das heißt, Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, mit den Mu'minin zufrieden, die unter dem Baum Treueid geschworen haben. Das heißt, wir sagen erstmal zu demjenigen, der sagt, die sind Kuffar geworden, wir sagen zu dem, hast du noch alle Tassen im Schrank? In derselben Situation, Allah sagt, dass du lügst. In derselben Situation, wo du sagst, sie sind Kuffar geworden, offenbart Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mit ihnen zufrieden ist. Und in derselben Situation offenbart Allah die Surah Al-Fath, die 48. Surah, sagt, inna fatahna laka fatham mubina. Und du beleidigst Leute, beschimpfst Leute, nennst sie Kuffar, weil sie gezögert haben, einen Befehl auszuführen. Und zur selben Zeit sagen wir, warum? Im selben Kontext, Ali radiallahu anhu, du sagst, er ist fehlerfrei. Er hat auch gezögert, den Befehl auszuführen. Und Ali radiallahu anhu, im selben Zusammenhang, sollte er ein Schreiben aufsetzen für den Propheten. Und er hat geschrieben, der Vertrag, ja, zwischen Mohammed, dem Gesandten Allahs, und, ja, wie gesagt, den Quraysh. Und die Quraysh waren nicht damit zufrieden. Und die Quraysh haben gesagt, wenn wir glauben würden, dass du der Gesandte Allahs bist, würden wir was? Würden wir an die Steuern, brauchen wir gar kein Friedensabkommen. Und da hat der Prophet gesagt, er soll Rasulullah streichen. Und da hat Ali radiallahu anhu gesagt, ich kann nicht. Nicht, weil er dem Befehl des Propheten nicht folgen wollte, sondern weil er einfach von seinem menschlichen Gefühl es nicht hinkriegen könnte. War Ali das in Kafir? Nein, weil er hat den Propheten so geliebt, er konnte nicht mit seiner eigenen Hand Rasulullah, diesen Begriff Gesandter Allahs, ausradieren. Und da hat der Prophet, a.s.w., es selber gemacht. Weil jeder Mensch hat seine Schwächen, jeder Mensch hat seine Emotionen. So, dann müssen wir sagen, okay, die Sahaba haben gezögert. Ist jeder, der zögert bei einem Befehl, ist er Käfer geworden? Was ist das für eine Logik? Wenn du den Erwählen hörst und du gehst nicht zur Moschee, sondern sagst, ach, ich bete heute zu Hause. Du wirst gerufen vom Muezzin, zum Gebet zu kommen. Bist du dann Käfer geworden, wenn du zu Hause betest? Nein, das sagt kein Mensch. Das heißt aber, seht euch, guck mal, was das für Leute sind von Alul Hawa, der Gelüste. Sie sehen, die Sahaba, der Prophet sagt, schlachtet die Opfertiere und rasiert euren Kopf. Und die Sahaba, die handeln nicht sofort, sondern sie sind kaputt von der Reise. Die warten erstmal, ja, und dann sagen, die sind Kuffar geworden. Subhanallah, wenn du kaputt bist, und du wartest zu Hause und da kommt das Gebet, der Gebetsruf von der Moschee, bist du Käfer geworden, wenn du nicht sofort zur Moschee läufst. Völliger Schwachsinn. Dann, die zweite Sache ist, was wir schon gesagt haben, im selben Kontext, was wurde noch offenbart, neben Sura 48, Vers 18, und Sura 48, Vers 29, wo Allah sagt, Muhammad Rasulullah wallazina ma'hu ashida wal kuffari ruhamau bainahum. Taram ruka sujjadai yabtaguna fadlam min Allahi wa ridwana. Das heißt, Mohammed ist der Gesandte Allahs und die, die mit ihm sind, sind was? Sind heftig gegenüber den Ungläubigen und barmherzig gegenüber den Gläubigen und du siehst sie im Sujud und im Ruku und sie wollen das Wohlgefallen Allahs und seine Verzeihung. Dann der nächste Punkt ist, Surah Fath wurde herabgesandt, haben wir schon gesagt. Dann haben wir gesagt, was war mit Ali? Und dann müssen wir gucken, was hat ein Kafir über dieses Sahaba genau an diesem Tag gesagt. Urwa ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der hat gesagt, ja, Eyyu qawmin wallahi, inni wafattu al-muluki wa wafattu al-qaysa wa kisra wa najashi. Ja, er sagt, was für ein Volk ist das? Er redet über die Sahaba. Ich bin schon als Delegation zu verschiedenen Königen gegangen und zum Kaiser und zu Kisra, der König von Persien, dem Herrscher von Persien, und zum Najashi, dem Herrscher von Abyssinien. Wallahi ma ra'aytu malikan qad yu'azzimu ashabahu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan.
Ich habe noch nie einen König gesehen, der von seinen Leuten so verehrt wird, wie die Gefährten des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Mohammed verehren. Noch nie habe ich das gesehen. Dann sagt er, warum? Wallahi. In yatanakham nukhamatan illa waqad fi kaffi ahad minhum fadallaka biha wajhahu wa jilda. Wenn der spuckt, dann versucht das einer aufzufangen, ja, in seiner Hand, und der schmiert damit dann seinen Kopf und seine Haut ein. Jetzt werden einige sagen, hey, ihr sagt doch, Tabaruk ist nicht erlaubt. Doch, Tabaruk ist erlaubt. Wer hat das gesagt? Nur, Tabaruk hat seine Grenzen. Ja. Tabaruk ist erlaubt, so wie der Prophet a.s. es gemacht hat, so wie er es erlaubt hat. Das heißt, dass man Segen sucht durch eine bestimmte Sache, dass Allah durch eine bestimmte Sache Segen gibt. Durch was? Zum Beispiel, zur Zeit des Propheten, von Überresten des Propheten. Manche Gelehrte sagen, auch nach der Zeit des Propheten mit Überresten von ihm, aber wir haben keine bewiesenen Überreste von ihm, und die korrektere Meinung ist, nur zur Zeit, als der Prophet a.s. gelebt hat. Ja, weil die Sahaba danach nicht mit seinem Schwert oder mit was auch immer Tabaruk gemacht haben, oder dort, wo er gelebt hat, sondern mit seinen Überresten, wie zum Beispiel seinem Wudu. Dann sagt er weiter, وَذَأَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. Wenn er ihnen etwas befiehlt, sie reagieren sofort. Und jetzt, das heißt, jetzt wird einer sagen, ja, aber hier haben sie nicht richtig reagiert. Ja, stimmt, sie haben gewartet. Worauf haben sie gewartet? Sie haben gehofft, dass Allah ihnen den Befehl gibt, Dschihad zu machen gegen die Kuffar, nach Mekka einzureisen und Dings, weil sie haben gesagt, vielleicht kommt noch eine andere Offenbarung von oben, und deswegen haben sie ihn gewartet. Deswegen haben sie gewartet. Er hat gesagt, rasiert euren Kopf und schlachtet die Schlachttiere. Aber sie haben gedacht, vielleicht kommt noch eine andere Offenbarung. Sie haben gehofft, mehr für den Islam zu tun. Nach Mekka reinzugehen, die Kuffar zu besiegen und Umrah zu machen. Aber was ist dann passiert? Dann hat Salama gesagt zum Propheten, er soll seine Haare rasieren und Schlachttier opfern. Warum? Weil in dem Moment wussten sie, es kommt keine Offenbarung mehr, das ist die Offenbarung. Und als der Prophet a.s. seinen Kopf rasiert hat und das Schlachttier geschlachtet hat, da haben die Sahaba sofort reagiert und haben sofort angefangen und sofort durchgegriffen und sofort den Befehl befolgt. Dann weiter, was sagt dieser Urwa ibn Mas'ud weiter? وَإِذَا تَوَدَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُدُوِهِمْ. Und wenn er Wudu gemacht hat, dann haben sie versucht, den Rest von seinem Wudu, die haben sich fast darum bekämpft, fast getötet, um sein Wudu zu bekommen. Warum? Weil sie ihn so geliebt haben, sie wollten Tabaruk mit dem Resten von seinem Wudu machen. Alhamdulillah. Und wenn sie geredet haben in seiner Umgebung, haben sie ihre Stimmen gesenkt. Das sind die Sahaba. Deswegen, wie gesagt, das sind 8 Punkte, die gegen diese Verbrecher, die Sahaba beleidigen, reden. Erstens, ein Sahaba kann Fehler machen. Zweitens, wenn jemand zögert, einen Befehl durchzuführen, wird er kein Käfir, ist völliger Schwachsinn. Drittens, die Aussage von Urwa ibn Mas'ud, wie die Sahaba gelebt haben, den Propheten geliebt haben, im selben Kontext. Viertens, die Begründung ist, sie haben gezögert, weil sie auf einen Wahi gehofft haben, um mehr für den Islam zu tun. Fünftens, im selben Kontext wurde Sura 48, Vers 18 genannt, dass Allah mit den Sahabern zufrieden ist. Das war fünftens, ne? Sechstens, Sura 48, Vers 29 wurde im selben Augenblick herabgesandt, wo Allah sagt, die Sahaba lobt. Siebtens, Sul Fath, die Eroberung, wird herabgesandt im selben Kontext. Was war es jetzt? Sechstens, siebtens? Siebtens. Achtens, was war mit Ali? Der hat auch gezögert. Neuntens, Ali hat im selben Kontext auch gezögert, den Namen bzw. die Bezeichnung Gesandter Allahs auszuradieren. Das heißt, das ist wie gesagt die Widerlegung derjenigen, die Sahaba beschimpfen. Und wir sagen zu denjenigen, die nicht so viel Wissen haben von ihnen, kommt von diesem Weg weg. Lasst uns vereinen auf der Wahrheit, indem ihr zur Wahrheit kommt und an die Sahaba glaubt. Als Menschen, die für diesen Islam gekämpft haben und die Fehler machen können. Aber hört auf, sie zu beschimpfen, denn das ist nicht die Eigenschaft eines Gläubigen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.